Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein und wie angekündigt bin ich natürlich wieder in diesen Kampf hineingegangen und melde mich jetzt hier quasi in der Endphase und es ist viel, viel, viel besser gelaufen und ich weiß gar nicht so richtig warum. Ich habe das Einzige, was ich diesmal von vornherein anders gemacht habe, ich habe hier einen Schutzkreis gezaubert, der plus 15 auf alle Verteidigung gegeben hat. Und ansonsten, was der entscheidende Unterschied war, ist, dass dieser Ogre-Druide nicht einmal diesen Insektenschwarm gezaubert hat. Also das hat uns ja so richtig reingehauen. Das war ja immer 10 Schaden für alle. Und das ist jetzt einfach nicht passiert. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es jetzt hier deutlich besser aussieht. Keine Ahnung warum. Wir lassen das mal so laufen. Wir haben alle, sind noch bei einigermaßen bester Gesundheit und machen ordentlich Schaden. Wir können sogar noch ein paar einmalige Aktionen machen, hier mit dem Feuerschwert nochmal zuhauen und gleich nochmal hinterher. Und Eder kann sogar noch versuchen, einmal umzuhauen. Ja. Also, der ist dem Tode nahe. Echt, echt merkwürdig. Und gleich fällt er. Vielleicht macht er noch... Nee, tatsächlich. Er hat also nicht einmal diesen verdammten Schwarm gezaubert. Und das war jetzt eine relativ simple Sache. Ich verstehe es wirklich nicht, warum das so... Der ist ja richtig... Ich finde, der ist overpowered, dieser Schwarm. Wie auch immer, jetzt haben wir es endlich geschafft. Und jetzt gucken wir natürlich, was hatten die Schönes bei sich, das Übliche. Was Ogre offenbar so bei sich haben. Und wir haben hier nochmal eine Falle, die wir entschärfen können. Gut, auch das ist gelungen. Und jetzt gehen wir mal mit der ganzen Gruppe hier nochmal in diesen Raum hinein. Vielleicht finden wir was Nettes in diesem Sarkophag. Oh, Gott sei Dank sind wir nah dran gegangen. Wally hat nämlich noch eine Falle entdeckt. Na los, dann entschärfe sie auch. Sehr gut. Und was ist hier? Ein einfacher Zauberstab. Na toll. Puh, das war ein heftiger Kampf für einen einfachen Zauberstab. So. Das haben wir geschafft. Hier unten sind wir rausgekommen. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich nur noch diese letzte zentrale Kammer mit wahrscheinlich dieser Dame, die wir eigentlich dort suchen. Okay. Dann können wir jetzt ja mal direkt gespannt sein. Mal gucken, wie viel Ogre wir jetzt antreffen werden. Und überhaupt. Oh ja. Da ist Zolla. Ein Ogre-Druide. Oh nein, nicht schon wieder. Bitte nicht schon wieder. Aber wir sollten uns direkt mal geschickt aufstellen. Vielleicht nehmen wir Eder dahin. Dann Palegina dorthin. Und der Fuchs auch dorthin. Und die anderen bleiben mal hübsch hier im Hintergrund und mit... Na, was heißt im Hintergrund? Sie müssen ja noch in Reichweite sein. Dieser Ogre ist natürlich nervig. Der steht da doof. Jetzt speichern wir. Und jetzt führen wir mal ein ernstes Gespräch mit dieser Dame. Tja, mit wem gehen wir nach vorne? Mit Eder? Oder machen wir das anders? Schicken wir Itomak möglicherweise hier rüber, dass der sich um den kümmert. Hier machen wir das so. Okay, Eder, geh da mal hin. Ja. Ich dachte, sie haben uns direkt schon gesichtet. Na toll. Dann kommt es jetzt auf diese Art und Weise zum Kampf. Alles klar. So, Eder also dorthin. Versuch gleich mal einen umzuhauen. Und der Fuchs hier hin und... Du markierst bitte die Beute. Und tja, gegen wen? Am besten jetzt wahrscheinlich gegen der Rest, gegen den Druiden. Kana gegen den Druiden, wobei Durans jetzt erstmal wieder ein bisschen was zaubern muss. Ich denke, der Schutzkreis war nicht schlecht. Bloß, wir sind noch nicht im Kampf, deswegen geht das nicht. Und Wally geht jetzt mal normal dorthin. Ich dachte, wir können noch mal mit ihr reden, mit der Dame. Aber die kennt da offenbar nichts. So, Durance, komm, mein Lieber. Mach doch mal die Segnung. Nee, nicht die Segnung. Ich will den Schutzkreis. Ich hoffe,
Ja, jetzt fehlt mir natürlich die Ansicht hier. Sonst bleib bitte mal nochmal stehen, Eder. Kommt ja eh auf dich zu, oder? Heilige Macht. Hm. Oh nein, bitte nicht. Lass es nicht die Insekten sein. Ich hasse es. Ich hasse es. Bitte nicht die Insekten. Der Meister spricht. Tötet ihn. Ich will seine Hände, seinen Kopf. Er wird Wache stehen. Ja, die ist verrückt. Die ist verrückt, die Frau. So. Oh Gott. Itomak hat hier schon richtig was abbekommen. Aber Palegina reißt das hier ganz gut rum. So, hat jetzt hier... Ne, Durance hat noch nicht seinen Zauber beendet. Jetzt ist er beendet. Und jetzt kann auch Eder loslegen. So, komm. Nimm sie vor, diese verrückte Frau. So, Itomak, hältst du das durch? Zusammen mit deiner Sagani? Vielleicht schaffen wir das. So, und Vali wird nekrotische Lanze zaubern. Auf den Ogerdroiden, der scheint mir immer noch der gefährlichste zu sein. Was hat er hier schon wieder für ein fieses Zeug da auf die Erde gezaubert? Durance. Gut. Jetzt habe ich keinen starken mehr. Dann machen wir jetzt mal göttliches Mal auf den Typen. Ah, und Eder hat kein Umhauen geschafft. Warum gehst du so nah dran, bitte, Durance? Verdammt. Kritischen Treffer bei Eder, das ist schlecht. Durance, sie sollte es doch mal der Natur machen. Ist das... Ach, das ist so ein Nahkampfding. Okay. Na gut, da muss das halt sein. Und nein, hat er das etwa gezaubert? Ich hoffe bitte nicht diesen blöden... diesen blöden Insektenspruch. So. Palegina, du siehst noch gut aus. Bitte weiter draufhauen. Okay. Und Sagani jetzt normal schießen. Vali beendet. Ja, verletzt. Wir machen jetzt weiter nekrotische Lanze. Und ich hoffe, Eder hält lange durch. So, Durance hat das gemacht. Okay. Ja, den Rest bewahren wir uns mal sicherheitshalber auf. Dann schieß einfach mal bitte. Oh Gott. Itomak ist gleich hin. Das ist allerdings schlecht. Aber vielleicht kann... Ne, Kana kann noch nichts herbeizaubern. Ah, ist erst verletzt. Was war das jetzt? Vali hat mal wieder verfehlt. Oh, Vali, du. Komm. Was hast du noch drauf? Das ist alles nicht so gut. Bewegungsverzögerung, das ist vielleicht ganz gut. Feindliche Einheiten, ja. Das werden wir mal zaubern. Sehr schön. Und zwar auf den Ogerdroiden. Der scheint mir nach wie vor als der blödeste. So. Vali-Fähigkeit beendet. Schwer verletzt ist er. Sehr schön. Sehr gut. Das scheint gut zu funktionieren. Dann ist jetzt wahrscheinlich das größte Thema hier Itomak. Okay. Ah. Das geht gut. Uiuiui, Durance wird... Der steht viel zu nah dran. Das ist natürlich doof von mir gemacht. Und wieso? Vali kriegt jetzt auch schon wieder Schaden. Alle kriegen sie Schaden. Durch was denn? Der ist dem Tode nah. Kommt, Leute. Diesmal schaffen wir es doch bitte. Ja, der erste ist hin. Sehr gut. Wo geht Itomak hin? Itomak geht hier hin. Eder sieht ja noch perfekt aus. Und die gute Sagani wird jetzt nochmal einen verwundenen Schuss abgeben. Und Vali wird... Tja, was macht Vali eigentlich? Vali wird... Machen wir Minuletta. Ui, Itomak ist bewusstlos.
Okay, hat er so einen Rundumschlag gemacht. Die kann sich bitte mal heilen. Selbstheilung. Ist hier angesagt. Endurance habe ich leider immer noch nicht da weggebracht. Oh Mann. Endurance ist wohl hin, oder? Na, zumindest ist er umgeflogen. Aber der ist auch schon schwer verletzt. Ja, sie hat sich geheilt. Sehr gut. Zumindest ein bisschen. Jeder hat jetzt auch schon den ersten Schaden hinnehmen müssen. Ne, wir müssen es nochmal probieren. Nekrotische Lanze geht nicht. Machen wir nochmal Minoletta. So, Durance steht wieder auf. Das ist gut, weil jetzt kann er mal einen Heilzauber raushauen. Sehr schön. Oh ja. Dem Tode nah. Perfekt. Gut, das sieht gut aus. Eda, hältst du noch durch? Eda hält wohl noch durch. Ja, kommt. Oh nee, was ist denn Durance? Oh Gott. Kannst du nochmal... Durance ist auch von ab. Null Ausdauer. Der fällt. Okay, zuerst. Aber der Oger ist hin. Und jetzt können wir alles auf einsetzen hier, Zoller. Gut. Wally macht weiter mit Minolettas Geschossen. Die haben ja ganz gut gewirkt. Was haben wir hier? Oh, Kana hätte doch schon längst mal diese komischen Viecher da wirken können. Ja, sehr gut. Komm, mach weiter mit Minoletta. Das gefällt mir ganz gut. Das macht ordentlich Schaden, ich finde. Der haut die beide um. So, und wieder ordentlich Schaden. Und jetzt haben wir aber nichts mehr. Jetzt können wir nur noch diesen Kram hier machen. Dann machen wir die Abprallenden, auch wenn hier nichts zum Abprallen ist. Ist egal, Schaden ist Schaden. Und die werden wir jetzt auch zum Einsatz bringen. Zola ist verletzt. So, Wally, hast du noch was drauf? Komm, dann verlangsame sie doch mal. Das ist auch nicht schlecht. Schießt du hier eigentlich auf die? Okay. Sie stehen alle wieder. Wally, und jetzt mach sie nochmal benommen mit dem Arkanenangriff. Kann auch nicht schaden. Ja, kommt schwer verletzt. Das klappt doch. Komm, nochmal benommen machen. So, Zauber ist komplett aufgebraucht. Jetzt geht es nur noch um normale Angriffe. Aber wir können Schmelztiegel der Seele noch machen. Das bringt dann nochmal selbst Ausdauer. Glaube ich zumindest. Und das war's. Kann das sein? Ja, tatsächlich. Wir haben sie erledigt. Puh. Okay. Das war auch ein harter Kampf, aber nicht ganz so knapp wie der letzte. So. Dann steht mal bitte alle auf. Und jetzt müssen wir diesem anderen Oger da diesen Ring bringen, wenn ich mich recht entsinne. Aber erstmal plündern wir die Leichen. Was haben wir hier? Ah ja, das ist der Zollers Wendelring. Dieser schwere verzierte Silberwendelring ist derart groß, dass er einem sehr großen Oger passen würde. Für jeden anderen Träger wäre es wohl ein äußerst unbequemer Gürtel. Die Runen, die ihm der Länge nach grob eingraviert wurden, lassen vermuten, dass dieser Wendelring auch zeremoniellen Zwecken diente. Die genaue Bedeutung der Runen kannst du aber nicht erschließen. Und was hat sie noch? Topaz. Oh, die sind ja verdammt wertvoll. 500 Kupfer. Wow. Okay, stecken wir natürlich alles ein. Das hat ordentlich Erfahrung gebracht. Was haben wir hier? Die Wand wird von einem verrosteten Schild geschmückt, der selbst mit einem vielblättrigen Baum dekoriert ist, auf einer kleinen Plakette am Sockel steht. Der Graf von Jenwald. Ja, den haben wir doch da. Das ist doch auch die Statue. Oh, wir haben noch ein Geheimnis entdeckt. Sehr schön. Was ist das? Ein Umhang der Abwehr. Wally kann nichts mehr nehmen. Geben wir das mal Eder. Weiß gar nicht, ob der wirklich so gut ist. Hier rechts waren wir, glaube ich, wir waren jetzt komplett überall. Das heißt, wir können zurückgehen zu diesem Ork. Nein, Ork sage ich schon. Orks gibt es ja hier nicht.
zu dem Oger und ihm den Beweis finden, dass wir diese Ogerdame, diese Chefin, dass wir die erledigt haben. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Vielleicht, tja, ich weiß nicht, jetzt ist er der Einzige hier. Ist ja auch nicht gerade nett. Tulga, Tulga Grunzt. Also ist es vollbracht. Ja. Zollas Wendelring übergeben. Zoller ist tot. Tulga atmet wieder tief ein. Mehrere Augenblicke lang sagt er nichts mehr. Dann vollbracht. Ich danke dir, Orlana. Das da drin war nicht mehr meine Gefährtin. Ich werd Erinnerung behalten. Hier, wohin ich gehe, werde ich das nicht benötigen. Setze es gut ein. Puh, ich frage mich, wohin geht er jetzt? Hauptsache nicht nach oben. In die Burg. Wir haben Rundels Pracht bekommen. Das schauen wir uns natürlich an. Rundels Pracht ist eine einzigartige, leichte Rüstung. Sehr schön. Es gab einst einen valianischen Adligen, der, obgleich wohlhabend und gebildet, von seinesgleichen ausgeschlossen wurde. Ihm fehlten der Sinn für modische Kleidung und das rhetorische Talent. Er konnte sein zugegebenermaßen gewaltiges Wissen nicht artikulieren. Während seine Kollegen große Debatten über die Feinheiten der Beseelung oder die politische Lage der valianischen Republiken führte, stand er abseits. Schließlich wandte der Adlige sich in seiner Verzweiflung an einen örtlichen Zauberer und gab Kleidung in Auftrag, die ihn über die übrigen Adligen erheben solle und ihm die Gelegenheit geben, seinen Scharfsinn unter Beweis zu stellen. Das Ergebnis war ein wahres Wunder. Perfekt geschnitten und seine Züge so unterstreichend, dass er sofort im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Der Adlige musste jedoch bald bemerken, dass sein Plan sogar zu gut funktioniert hatte, denn der Name des Zauberers Rundel war nun in aller Munde und er konnte sich vor Aufträgen kaum mehr retten. Ja, oh, plus 2 Intellekt, das ist natürlich auch toll, plus 2 Wissen. Möglicherweise etwas für Walli, das schauen wir uns dann nochmal genauer an. Später. Oh ja, und diesen Ring, den muss ich auch noch irgendwie unterbringen. Gut, liebe Freunde, es ist zwar noch etwas Zeit, aber als nächstes gehen wir eine Treppe runter in die 4. Stufe. Nein, als nächstes werden wir einmal rasten. Wir sind ja völlig am Ende. Und dann gehen wir eine Stufe runter, beziehungsweise eine Treppe runter, aber das dann... Das will ich nicht mehr in dieser Folge anfangen. Das ist jetzt einfach thematisch schön rund. In den letzten Folgen waren wir häufiger mal länger. Und da erinnere ich mich, hier sind doch Rastvorräte. Können wir doch glatt noch mal mitnehmen. Genau, jetzt haben wir wieder voll aufgefüllt und können dann in der nächsten Folge mit frischen Kräften hier in die 4. Ebene gehen. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was da los war. Ganz in der 5. kann ich mir erinnern, da war ein riesiger Drache, von dem wir so ein paar Schwingen gesehen haben noch. Darauf freue ich mich ja schon. Aber erstmal, wie gesagt, die 4. in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Euer Steinball.